Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Wer hat denn alles CS2 am Start? Seit ungefähr 3 Wochen ist CS2 verfügbar und für einige eben spielbar, für andere wiederum nicht. Wie die Vergabe abläuft, fühlt sich sehr random an, aber auch gleichzeitig mitunter so auf Ansage bzw. Anfrage bei den ganz großen Content-Creatern da draußen. Es gibt Accounts, die sind mehr oder weniger leer, haben vielleicht im schlimmsten Fall ein Wackbahn oder sonstiges drauf und die haben CS2. Es gibt Accounts, die sind 1000 Jahre alt, sind gefühlt die größten Steam-Accounts überhaupt, die ältesten Steam-Accounts überhaupt und haben es nicht. Direkt am Anfang habe ich damit gerechnet, dass so in den ersten 2, 3 bis 4 Wochen einige, vor allem jetzt bei mir im Umfeld halt, die Community, die Bubble und so weiter, dass da einige Keys erhalten werden oder Zugang erhalten werden. Das ist bis jetzt nur in ein paar wenigen Fällen passiert. Da haben wir natürlich gemauschelt und gebauschelt, woran liegt das, also was ist da überhaupt der Plan, warum rollt man das so Stück für Stück aus? Und die einfachste Erklärung war natürlich, dass die Serverlast niemals zu groß werden soll. Selbstverständlich auch zu Testzwecken, aber wenn man eben Stück für Stück das Spiel ausrollt und eben immer mehr Leute reinschaltet, kann man die Serverlast eben anpassen, beziehungsweise die Serverleistung anpassen, mehr Server freischalten und so weiter und so fort und hat dann nicht im Sommer einen Tag X, wo dann das Spiel für alle erscheint und dann sind die Server down, so wie es eben bei vielen anderen Launches schon in der Vergangenheit passiert ist. Und gerade dann gibt es ja reviewmäßig eben ganz böse Zungen, die das halt blöd auslegen. Natürlich ist es dumm, wenn man da nicht richtig plant und bei einem Launch dann, also bei einem Spiel wie Counter-Strike oder auch bei einem MMORPG oder sowas, wenn dann die Server komplett zugeschissen sind und man gar nicht spielen kann an Tag 1, dann ist es sehr ärgerlich auf jeden Fall. Wobei man das nichtsdestotrotz eigentlich dem Spiel nicht zu schlechte heißen sollte oder legen sollte. Finde zumindest ich. Ich meine, wenn man da jetzt nicht ultimativ versessen ist, kann man einfach eine Woche später einschalten und dann geht meistens schon alles. Aber das kann man, wie gesagt, umgehen, indem man Stück für Stück die Accounts freischaltet und immer mal wieder in der Woche, ich erfinde jetzt einfach irgendeine Zahl, 1000 oder 10.000 oder 100.000 Leute ins Spiel reinlässt. Bei Valorant zum Beispiel haben wir Ähnliches erlebt. Da war es ja auch so, dass es hieß, es gibt eine Testphase, es werden Keys ausgeschüttet und wenn man dann einen hatte, also wir haben dann ganz früh, ich glaube an Tag 2 oder sowas, hatten wir dann schon unseren Key oder hatte ich meinen Key und konnte dann in meinen Streams wiederum Keys droppen lassen für die Zuschauer. Und das Ganze ging dann einfach bis zum Release bzw. in den Release über und bereits dann zum offiziellen Erscheinungsdatum hatte, glaube ich, jeder, den wir kannten, Zugang zum Spiel. Obwohl es immer noch die Beta war oder wie sie es eben damals genannt haben. Und ich bin, wie gesagt, um jetzt kurz wieder zurückzuspulen, genau davon ausgegangen, dass Counter-Strike eben diesen Weg geht und sukzessive die Leute freischaltet. Aber jetzt sollten ja eigentlich langsam mal ein paar, zumindest in unserer Bubbler-Bubble, dann freigeschaltet sein. Aber da passiert ja die ganze Zeit nicht. Also man kriegt generell fast gar nichts mit. Es kommen ständig Leute in den Stream, die fragen, und habt ihr schon Zugang? Shit, ne, wir auch nicht. Und ja, irgendwie ist es nach wie vor extrem rar gesät. Darum also hier nochmal die Frage, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es bei dir aus? Hast du bereits Zugang? Wann hast du deinen Zugang erhalten? Kennst du jemanden, der Zugang hat? Oder geht es dir da ähnlich wie uns und es hat eigentlich so gut wie niemand, den man so im Umfeld hat, irgendeinen Zugang? An der Stelle will ich auf jeden Fall erwähnen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als die über CSGO selbst. Also ihr werdet in CSGO einfach kontaktiert, wenn ihr dann irgendwie freigeschaltet werden solltet für CS2. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn euch jemand irgendeinen Scheiß verkaufen will oder sagt, kauft dir einen Key, kauft dir einen Zugang, spende hierhin oder guck da rein, klick auf den Link, bla bla bla, dann kriegst du CS2. Das geht nicht. Man kann sich CS2 irgendwie runterladen und dann inoffiziell spielen, aber das ist sehr gefährlich, denn A, werdet ihr dann natürlich auf die gesamten eben genannten Angebote auch stoßen, von wegen, klick hier drauf, lad's runter, dann kannst du spielen, Bing Bong, Virus auf dem PC. Ja, oder du hast sogar das Richtige, installierst es und kriegst dann einen Wackbann, was genauso dumm ist. Also, macht den Scheiß nicht, wartet einfach ab. Das wäre es dann soweit wieder von mir gewesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Es gibt Giveaways, Viewergames und so weiter und so fort. Im Moment sogar ein dickes Knife-Giveaway am Start. Also rankommen und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.